Wasserwerfer, Schlagstöcke, Tränengas. Die Demo der rund 3.000 bis 4.000 Hooligans gegen Salafisten drohte gegen Abend in Köln aus dem Ruder zu laufen. Guten Abend, willkommen bei Westpol. Sie haben den aktuellen Bericht in der Aktuellen Stunde gerade gesehen. Aufgerufen zu der Demo hat eine neue Gruppierung unter dem Namen Hooligans gegen Salafisten, um Stimmung zu machen gegen alle, die die Terrormiliz IS unterstützen. Dazu verbrüdern sich plötzlich Hooligans tief verfeindeter Fußballclubs, entdecken ein gemeinsames Feindbild und wollen sich die Straße zurückholen, wie sie in ihren Foren schreiben. Unterstützung erhält die Gruppe auch von bekannten Rechtsextremen, eine rechte Allianz, die unter dem Deckmantel der vermeintlich guten Tat neue Mitglieder anlocken will. Feuerwerkskörper fliegen durch die Luft, die Polizei setzt Wasserwerfer ein. Am Nachmittag eskaliert die Lage in der Kölner Innenstadt. Die Gewalt richtet sich auch und vor allem gegen die Polizei. Zu der Veranstaltung nach Köln sind 3.000 bis 4.000 Hooligans gekommen, doppelt so viel wie erwartet. Ihre Botschaft ist schlicht. Ihre Wut richtet sich gegen radikale Islamisten. Zu der Versammlung aufgerufen hat die Vereinigung Hooligans gegen Salafisten, kurz HUGESA genannt. Die Gruppe existiert erst seit einigen Monaten. Der Austausch findet in sozialen Netzwerken statt. Die Anhänger haben dabei ein gemeinsames Feindbild. Die Behörden stufen die Gruppe als gewaltbereit und rechtsorientiert ein. Diese Gruppe besteht zu einem großen Teil aus Hooligans. Zum großen Teil aus gewaltbereiten Hooligans. Innerhalb der Hooligan-Szene gibt es Rechtsextremismus. Einzelne Rechtsextremisten sind hier auch gewaltbereit. Und innerhalb der sozialen Netzwerke agieren jetzt auch rechtsextremistische Parteien, also NPD und die Rechte, aber auch Skinheads innerhalb dieser Szene Hooligans gegen Salafismus. Die Nähe zum rechten Lager zeigt sich auch bei Veranstaltungen wie hier Ende September in Dortmund. Unter den rund 350 Teilnehmern ist auch Siegfried Borchert, in der Szene SS-Sigi genannt. Er ist Mitglied der rechtsextremen Partei Die Rechte. Auch die heutige Demonstration in Köln wurde von Rechten mitorganisiert. Angemeldet hat die Veranstaltung Dominik Horst Röseler, Funktionär der rechtsextremen Partei Pro NRW. Alexander Häusler von der Fachhochschule in Düsseldorf forscht seit vielen Jahren im Bereich Rechtsextremismus. Er sieht klare rechte Tendenzen bei der Gruppierung HUGESA. Der Kern setzt sich eindeutig zusammen aus gewaltorientierten Hooligans, die eine eindeutig rechte Gesinnung haben. Schaut man sich die Äußerungen und auch die Foren an, finden sich auch deutlich fremdenfeindliche Äußerungen und Einstellungen wieder. Aber diese Gruppen sind nicht in erster Linie parteipolitisch rechtsorientiert, sondern eher handlungsaktionsorientiert. Die sind auf Action aus. Sie wollen sich die Straße zurückholen, wie sie es selbst formulieren, schüren dabei die Angst vor islamistischem Extremismus, um so mehr Anhänger zu rekrutieren. Die Videobotschaft eines Sprechers verdeutlicht das Gedankengut. Wir sind ein harter Trupp von mehreren hundert Mann. Und nur mit starken Leuten kann man was erreichen. Wer möchte denn so einen Terrorabend? Möchtet ihr, dass in 10 Jahren jedem gesagt wird, Kollege, nimm den Koran an oder stirb? Erich Rettinghaus von der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW zeigt sich besorgt. Seit einigen Wochen erhält die Gruppe einen großen Zulauf. Besonders gefährlich, sie überwindet dafür Grenzen, die bisher tabu waren. Also bei dieser HUGESA beobachten wir also ein Phänomen, was wir bisher nicht hatten. Wir hatten vorher Hooligans der verschiedenen Vereine, die sich wirklich Spinnefeind waren, sagen wir es mal einfach so, die sich getroffen haben, um sich zu schlagen, um sich zu verletzen, die sich die Wege abgeschnitten haben, die sich die Autos kaputtgeschlagen haben, also die alles versucht haben, sich zu treffen und gegenseitig zu verletzen. Das sind die, die wir bis jetzt her haben. Und jetzt heißt es, über die Farben hinweg, die Farben der Vereine, wir schließen uns zusammen und sind jetzt alle auf der guten Seite, nämlich gegen die bösen Salafisten, gegen den IS. Grundsätzlich wächst in Deutschland die Bereitschaft zur Gewalt gegen radikale Salafisten auch außerhalb der Hooligan-Szene. Anfang Oktober kam es in Hamburg zu Ausschreitungen. Rund 400 Kurden im Kampf gegen die Gewalt des sogenannten Islamischen Staates. Mittendrin die Polizei, 22 Personen wurden festgenommen, zahlreiche Waffen beschlagnahmt. Auch im niedersächsischen Celle Szenen der Gewalt. Dieses Mal waren es jesidische Kurden gegen Sunniten aus Tschetschenien. Die Bilanz: 9 Verletzte, darunter 4 Polizisten.
Auch die Sicherheitsbehörden in NRW stellen sich auf mögliche Übergriffe auf Salafisten ein. Laut Behörden besonders gefährdet sind vor allem öffentlich auftretende salafistische Missionierungstrupps. Das ist einfach ganz schwierig, eine neue, völlig neue politische Landschaft, die da entsteht und die uns natürlich auch mit unseren Dienststellen wie Staatsschutz, Verfassungsschutz vor große Aufgaben stellt, das entsprechend zu beobachten, Infos zu bekommen und das auch richtig zu bewerten, dass wir richtig einschreiten als Polizei. Das ist jetzt hier ein ganz gefährliches Pulverfass, was dort möglicherweise auch zur Explosion kommen kann, weil es eben vor dem Hintergrund der realen Gefahr islamistischen Terrors passiert, wo eben dieses Feindbild sehr wirkungsmächtig ist und daher auch eine hohe Mobilisierungskraft hat. Heute in Köln waren keine Salafisten vor Ort. Und trotzdem ist die Lage eskaliert. So sieht es also aus, wenn Hooligans angeblich gegen islamistischen Terror auf die Straße gehen.